Hallo und herzlich willkommen bei Rambos Partyrezepten. Heute gibt es asiatische Bratnudeln aus dem Wok. Dazu benötigen wir natürlich zuerst mal die Nudeln. Das sind 250 Gramm von diesen Trockennudeln, asiatische. Jetzt 2 Paprika. Eine mittelgroße Zwiebel. Naja, die ist vielleicht schon zu groß, aber ist egal. Knoblauch. Chinakohl, etwa 750 Gramm. Salz, Pfeffer, Sojasauce, Sambal Oleg. Muss ich nachher mal probieren, wie scharf das wirklich ist. Dann haben wir hier noch Koriander. Eine Chili aus eigener Ernte. Und natürlich auch Fleisch. Das ist, im Rezept steht jetzt 500 Gramm. Rinderhüftsteaks, das hier sind jetzt Minutensteaks. 2 Päckchen, also ungefähr 600 Gramm. Die sind schön dünn beim Schneiden. Dann fange ich mal mit dem Fleisch an, das klein zu schneiden in Streifen. Oh ja, sind das schöne dünne Scheiben. Sehr lecker. Aha, geil. So, klein zerlegen. Jetzt weiß ich halt mir das erstmal. Großmesser nicht durch. So, das war jetzt das letzte Fleisch. Jetzt geht es bei den anderen Zutaten weiter. Ich zerlege die Paprika. Natürlich vorher abwaschen.
So, und jetzt die Chili. Soll laut meinem Pflanzenschildchen eine Purple Jalapeno sein. Sehr purple, ne? Naja, gut. Das ist die einzige, die rot war an der Pflanze. Die anderen sind alle purple. Mal probieren. Riecht schon extrem. Ja, die kann schon was. Werde ich gleich wahrscheinlich wieder einen Schweiß ausbrechen. Aber ne, die kann man nehmen. Ist okay. Jetzt schneide ich die Zwiebel. Jetzt den Knoblauch noch. Meine treuen Zuseher werden wissen, was jetzt kommt, weil wir den Knoblauch immer den Keimling rausmachen.
Zu guter Letzt am Tisch schneide ich jetzt noch den Chinakohl hier. Ich nehme erstmal ein äußeres Blatt ab, oder die äußere. So. Ich denke, man fängt da fängt man oben an, Mensch. So. Auch der wird klein geschnitten in Streifen. Chinakohl habe ich auch noch nicht probiert. Hat so einen leichten Geschmack nach Kresse irgendwie. Nicht schlecht. Auf dem Herd brauchen wir jetzt drei Flammen. Und zwar einmal einen Topf voll Wasser für die Nudeln und den Wok. Natürlich auch noch einen kleinen Topf, wo wir gleich das Fleisch reintun, was hier angebraten ist. Also, im Wok erhitze ich jetzt etwas Öl. Ich habe hier Sonnenblumenöl. Das Fleisch jetzt portionsweise im Wok anbraten bzw. ganz durchbraten. Wenn das Fleisch gar ist, nehmen wir es aus dem Wok und stellen es zur Seite. Beziehungsweise geben es in einen Topf und halten es ein wenig warm. So verfahren wir auch mit dem Rest des Fleisches. In der Zwischenzeit kocht auch das Wasser hinten. Wir können die Nudeln dazugeben. 250 Gramm Nudeln. 5 bis 6 Minuten ziehen lassen, die Nudeln. Wir geben die Zwiebeln und den Knoblauch in das Bratfett und rösten sie etwas an. Würzen das Fleisch mit etwas Salz und Pfeffer. Mhm.
Ja, das passt. Die Nudeln sind wohl in der, die Nudeln sind in der Zwischenzeit gar gezogen und wir schütten sie ab. Ein wenig mit Wasser abschrecken. Mittlerweile sind auch die Zwiebeln angebraten. Wir können die Paprika und die Chili dazugeben. Ebenfalls etwas mit angeröstet werden. Die Nudeln kommen hinzu und werden auch ein wenig mit angebraten. Genauso wie der Chinakohl. Aber gleich erst, ich muss die Nudeln erst verteilen, ein wenig. Der Chinakohl kommt jetzt dazu. Und auch noch das Fleisch. Jetzt ist der Chinakohl ein wenig eingekocht, allerdings noch nicht weich. Das dauert dann noch ein bisschen länger. Aber das macht ja nichts. Jetzt kann ich das Ganze mal ordentlich verrühren. Wir geben noch etwa 8 bis 10 Esslöffel Sojasauce hinzu. Ich nehme mal 2 Esslöffel. Ach komm, noch ein bisschen mehr. So. Thank you.
Oh, das Sambal gibt dem Ganzen auch noch eine schöne Farbe. Ein wenig Koriander darf auch nicht fehlen. Ja, das schmeckt richtig gut wieder. Die Schärfe geht noch. Ist nicht so schlimm, finde ich. Ist noch angenehm. Für mich zumindest. Aber ihr solltet vorsichtig sein mit Sambal und den Chilis, wenn ihr nicht gerade so Scharfesser seid wie ich. Ich wünsche euch wie immer natürlich viel Spaß, guten Appetit und so weiter. Bis zum nächsten Mal oder zur nächsten Woche. Euer Alex. Tschüss.